tatsächlich ein paar, davon kann man so sagen, Hits abliefern dürfen. Also wir haben in den Top 40 mit Tanz das Brot, einem Song, von dem ich immer sehr stolz erzähle, dass es weniger lang gebraucht hat, ihn zu komponieren, als er lang ist. 2,5 Minuten oder so, also es war nicht so schwierig. Dann ein echter wahrer Held, das ist ein Song, der ist eigentlich eher so in der Fantasy-Gaming-Community sehr bekannt. Ja, und in dieser Community hier, in diesem Raum, gibt es also diesen einen Hit, der, also naja, immerhin, sag ich mal so, nett viral ging, der hieß der Dunning-Kruger Blues. Und das sind, also tatsächlich jetzt haben wir irgendwie 100.000 Views damit überschritten, mit diesem Ding, wo ich mich so GPS mit Brille und einer etwas zu kleinen Gitarre bemüßigt fühlte, zum ersten Mal Leute zu beschimpfen. Ich meine, zu beschimpfen. Und das ist jetzt schon so alt, dass da so Sachen drinstehen wie die Merkel, die schuld ist, hört man auf den Obama, den wir uns jetzt ja gemeinhin alle erstmal, würde ich mal sagen, tendenziell zurückwünschen, bei dem, diesem Ding, diesem orangen Ding, was jetzt da stattdessen. Gar keine Worte dafür, ist jeden Tag schlimmer. Und diesen Song werde ich jetzt spielen, weil das ist, glaube ich, so der einzige Ort, wo ich diesen Song noch irgendwie spielen kann, wo sich Leute dann freuen. Ja, darum machen wir das jetzt mal nicht zu schnell. Wie gesagt, ist schon etwas älter. Aber wer hier nicht von uns? Also nicht Sie, aber ich. Okay, du glaubst, dass der Streifen da am Himmel dich vergiftet. Dazu wurden doch Millionen von Piloten angestiftet. Alle halten dicht, nirgendwo Empörung. Nur der wirre Mann auf YouTube sagt, das ist deine Verschwörung. Alles klar. Keine Fragen, alles klar. Du glaubst, dass dieses Land kein Land ist, sondern eine GmbH. Und die Merkel, die ja schuld ist, hört mal auf den Obama. Du malst dir einen Ausweis, Führerschein und Reisepass und machst mit 100.000 Briefen dem Rat aus richtig Spaß. Alles klar. Ich habe keine Fragen, alles klar. Nein, ich hätte 1000 Fragen und vielleicht noch eine mehr. Doch deine Antworten sind wirr und voll und traurig und so leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast es wohl noch nicht gecheckt. Der personifizierte Dunning-Kruger-Effekt. Du glaubst, die Erde ist eine Scheibe oder hol was zu hören. Nur mit Dinosbrille oder Nazis, ganz egal, wer klug ist. Aber das wird alles von denen da oben geheim gehalten. Astronomie, Physik und Mathe wurde alles gleich gestaltet. Ja. Du glaubst, dass Masern und zum Rödeln halt zum Leben gehören. Und auch andere daran sterben, musst dich selber ja nicht stören. So dumm sind, bleibst du ja gesund. Also gibt's zu schimpfen deiner Kinder wirklich keinen Grund. Alles völlig klar, und es ist auch noch nicht gut. Nein, ich hätte es auch klar. Vielleicht noch eine Nähe, meine Antwort ist im Film und wiederum traurig und so leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast es ohne mich gecheckt. Der personifizierte Dunning-Kruger-Effekt. An der Stelle sei erwähnt, dass unser großartiger Saxophonist heute, Boris Wiederholt, ist eigentlich Dr. Boris Wiederholt, ein Augenarzt, der hier auf der Bühne steht. Und er hat sich gerade eins von diesen aufblasbaren Globuli eingesteckt und gesagt, die hänge ich bei mir in der Praxis an. Ist eher wenig Ausländeranteil. Zwischen Steinbutisch und Kühlschrank steht der Flatscreen ziemlich geil. Aber irgendetwas stört dich und du selber kannst nicht sein. Also suchst du einen Immigranten und schlägst ihm die Fresse ein. Alles. Völlig nachvollziehbar. Du hast wohl Bock, bist nur dagegen und du schreist halt gerne rum. Du zündest gerne Sachen an und säufst dich langsam dumm. Aber alles das, das ist politisch motiviert, weil jeden die da oben ist, sind alle legitimiert. Alle Fragen, alles klar. Ihr merkt schon, wir schließen alle mit ein. Aber ich hätte 1000 Fragen und vielleicht noch eine mehr. Eine Antwort ist im Büro, denn auch traurig und so leer. Du weißt nicht, was du liebst, als hast du es nur noch nicht gecheckt. Der personifizierte Dunning-Kruger. Jetzt kommt die Strophe, weswegen ich diesen Song tatsächlich ursprünglich geschrieben habe.
Die Wahrheit, die vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist, das war tatsächlich eine Diskussion mit einem Chefredakteur eines sehr großen Senders. Der war noch sehr jung, was natürlich überhaupt nicht gegen spricht, im Gegenteil, der wäre sicher, aber er hatte halt wirklich gar keine Ahnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich seit ich 16 bin, Comedy mache, die Wahrscheinlichkeit, dass er, der nur unfreiwillig Comedy macht, weiß, wovon er redet, ist sehr verschwindend gering. Und der hat mir dann gesagt, ja, mein Vater, das ist doch gar nicht lustig. Da habe ich ihm ein Video gezeigt. Ein Video, auf dem 1000 Leute bei einer Convention über exakt das lachen, was er nicht lustig fand. Da hat er gesagt, ja, aber das wird unsere Zuschauer nicht lustig finden. Da habe ich ihn gefragt, woher er das so sicher weiß. Und hat er gesagt, ich weiß es halt. Und dann habe ich diesen Song geschrieben. Ist der Chef in dieser Firma, alles läuft soweit ganz gut. Alle sagen immer, ja, Chef, daraus schöpfst du den Mut zu glauben, dass du alles weißt und immer richtig liegst. Wichtig ist ja nur, dass du dein Ego nicht verlegst. Alles klar. Ich habe keine Fragen, alles klar. Nein, ich hätte 1000 Fragen und vielleicht noch eine mehr. Deine Antworten sind wirr und wirr und traurig und so leer. Du weißt nicht, dass du nicht weißt, hast es nur noch nicht gecheckt. Der personifizierte Daniel Kruger-Effekt. Ich weiß, was ich nicht tue. Groß wie euch, Florian Oswald, Ingmar Lange und da unten Sam Winkler. Oh ja. Danke, dass wir da sein durften. Vielen Dank für die Einladung. Kommt gerne wieder. Spielen wir selben Käse nochmal. Dankeschön. Sie haben ja schon gemerkt, dass wir eine Band dabei haben. Hier, also hier einen davon und der Rest der Band sitzt hier vorne. Sie haben es aber, also wenn Sie es nicht gemerkt haben, stellen Sie Ihr Hörgerät neu ein, bitte. Das ist das zweite Mal, dass wir eine Band dabei haben. In Berlin haben wir schon sehr erfolgreich einmal die Hütte gerockt, in Augsburg jetzt ebenfalls. Und wir haben hier Tommy Grabweis dabei. Sie kennen Tommy Grabweis, wenn Sie ihn nicht kennen, sage ich trotzdem, er ist Autor, Comedian, Regisseur, Produzent, Musiker. Naja, hilft. Ja. Tommy, magst du deine Band selber vorstellen? Weil da hat mir der Bernd keinen Zettel geschrieben, da weiß ich jetzt nicht, was... Ich wüsste auch nicht, was man auf den Zettel draufschreiben sollte. Also kurz gesagt, da sitzen Sie heißen Habu Speaks und ich freue mich, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ich glaube, wir kennen uns seit ich 16 bin. Da hat der Lenzi, der Keyboarder, versucht, mir Klavierunterricht zu geben und sofort aufgegeben, aber gesagt, willst du in meiner Band singen? Ja, und seitdem ging es bergab oder bergauf, je nachdem, wie man das sehen will. Wir haben immer noch keine Roadies und sollten da dringend mal drüber nachdenken. Schau mich nicht so an, ich schlepp dir keine Koffer. Wir sehen hier schon die Folie, also es hilft uns immer so ein bisschen. Du hast einen Song geschrieben, der heißt Entdumm dich. Wen sprichst du damit an? Jetzt nicht die Leute, die hier sitzen, offensichtlich. Also ich habe ja eine Entwicklung durchgemacht in den sozialen Medien, nämlich von jemand, der gesagt hat, seid doch nicht alle so scheiße zueinander, lass uns doch mal reden, hin zu dem Moment, wo ich mir gedacht habe, das macht überhaupt keinen Sinn, die sind ja alle blöd. Und es gab einfach so Situationen, naja, nicht alle. Nicht alle natürlich, aber also es hat sich bei mir, also jeder sollte ja seine eigene Online-Strategie haben, und finde ich, oder zumindest ein bisschen drüber nachdenken. Und bei mir hat sich so verfestigt, ich versuche ganz oft Sachen zu widersprechen, damit die mitlesen, die vielleicht noch zu erreichen sind, irgendwie sehen, okay, es gibt noch andere Argumente, aber es gibt halt dann auch die, an denen man sich gerne mal abarbeitet. Und da habe ich dann irgendwann einfach gesagt, ich schreibe da jetzt einen Song mit dem Hashtag entdumm dich als Titel, und wenn es einfach gar keinen Sinn macht, weiterzureden und es mich nur Zeit und Leben kostet, schreibe ich diesen Hashtag drunter, und wenn er dem folgt, dann kommt er irgendwann zu dem Song und mein Leben ist ein bisschen länger geworden. Ja, das heißt, dieser Song ist kein Gesprächsangebot, genauso wie der Dunning-Kruger-Song auch nicht. Es geht nicht darum, mit jemandem jetzt in ein Gespräch zu kommen, es geht wirklich darum, ich möchte dieses Gespräch jetzt bitte beenden und ich möchte es dir singen. Wenigstens so viel Aufwand habe ich mir noch gemacht. Entdumm dich. Das ist so das nettere Fuck you. Es hat tatsächlich, also mich entlastet es, weil
ich meine, jeder von uns weiß es und ihr wahrscheinlich noch mehr als ich, wie sehr man dann immer wieder denkt, nee, da antworte ich jetzt noch einmal drauf. Nee, also was ist denn das für ein Bullshit? Also du bist ja unnachgiebig, ich verfolge das teilweise, habe da sehr große Bewunderung und Mitleid gleichzeitig und denke mir, mein Gott, ja, und ich kann das nicht auf mich nehmen und darum gibt es einfach diesen Song. Aber du schreibst dir, du hast dir vorgenommen, dich nur noch zu einer Reaktion hinreißen zu lassen, wenn der Funken einer Hoffnung entsteht, dass es ankommt, aber woran merkst du denn das? Naja, immer mal wieder. Man merkt es dann immer mal wieder, wenn andere Leute, die an der Diskussion entweder nur leise mitgelesen haben oder mal so Kleinigkeiten geschrieben haben oder mir eben eine PN oder eine DM, je nachdem in welchem Medium, schicken und sagen, vielen Dank. Ja, also zum Beispiel bei irgendwas, wo du mal was drunter gepostet hast, hat sich jemand bei mir für dein Posting bedankt. Ja. Ich habe das nicht aufgelöst. Und ich habe das dem Bernd geschickt und der war dann so nett. Und also daran merkt man das schon. Tatsächlich. Und man merkt es natürlich auch daran, dass man ja für Dinge Likes bekommt von Leuten, die jetzt einfach nur sagen, oh, das finde ich aber gut. Und man merkt dann, wenn dann ein paar Argumente mehr kommen, plötzlich macht es dip, 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 und dann kommen noch mehr davon und dann werden auch Kommentare geliked. Dann merkt man das natürlich. Ja, und manche so Gesprächsthreads, die hören halt einfach mit dem Song auf und danach will auch niemand mehr antworten übrigens. Also es funktioniert. Ich kann das wirklich bestätigen, dieser Song, wenn ihr diesen Hashtag oder den Song postet, ist dann meistens das Gespräch auf eine wohltuende Art vorbei. Eine Diskussion, in die du schwer eingestiegen bist. Oh, Entschuldigung. Willst du drüber reden? Oder? Ja, okay. Also Dieter Hanitsch hier, ich denke, Sie wissen, hat jetzt ein paar, sagen wir mal, Klopper abgeliefert im nicht positiven Sinn. Du bist da stark eingestiegen in die Diskussion. Warum gerade da? Naja, weil der ja eine Öffentlichkeit erreicht. Und es ist doch wirklich, wenn jetzt irgendwie Erika Schwurbel auf ihrem Facebook-Profil, wo sie immer Sachen selber liked, sowas postet, dann finde ich das nicht so wahnsinnig schlimm, traurig für ihre Familie, aber ja, es wird irgendwann ein natürliches Ende nehmen damit. Aber bei ihm wird es zwar auch ein natürliches Ende nehmen, aber vorher erreicht er noch ganz viele Leute. Und das geht einfach gar nicht, finde ich. Und deswegen halte ich es gerade hier für wichtig, dass man da einmal drunter schreibt und sagt, nein, aber nein, ja. Aber irgendwann war es auch da vorbei und der Hashtag war wieder gefragt. Das ist wirklich traurig. Also es ging ja im Grunde, den Mitlesern zu zeigen, nee, ja, das lassen wir nicht so stehen, du hast Unrecht. Genau. Dann schreibst du bei einem neueren Post in dem Fall, dem Foto von Greta Thunberg, die Ära der Doofen läuft erfreulich unerbittlich ab. Woher weißt du das denn? Sind die alle alt? Also mein Eindruck ist doch schon sehr, mein subjektiver Eindruck, ich habe keine Studie darüber gemacht oder gelesen, mein subjektiver Eindruck ist, sind meistens die Älteren, die so in meinem Alter anfangen, langsam zu verdummen oder zu verknöchern und dann an diesen Dingen festhalten, immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und die Jungen sagen immer, aber hallo, es gibt hier, aber schau doch mal. Nein, das haben wir immer schon gemacht. Nein, das haben... Ja, da wird das Hörgerät abgeschaltet und dann ist es vorbei. Und das geht mir so. Ich glaube, ich hatte auch eine Oma, die auch so war, dass immer, wenn als ich klein war, sehr viel über Christentum diskutiert, weil ich wollte nicht mit in die Kirche und musste immer und habe halt dann meine einzige Chance gesehen, dass ich da vielleicht diskutativ, sagt man das, also diskussionstechnisch irgendwie über Gott argumentieren kann, damit sie dann vielleicht vom Glauben abfällt oder mich einfach nicht mehr dabei haben will. Hat nicht funktioniert, aber da habe ich gelernt, dass es bei älteren Menschen und bei alten Menschen diese seltsame Diskussionstechnik gibt, dass wenn du versuchst, was zu sagen, du atmest ein, dann macht sie sofort, nein, 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 ja, ja, aber nein, aber ich habe, nein, 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 ja, und so kommt mir das vor, bei der Klimadiskussion, er sagt, ja, aber wir haben jetzt hier, nein, aber da ist, nein, nein, es ist... Es geht nicht und das macht mich wirklich rasend, weil es ist so eine Mischung aus Starrsinn, ungebildeter Dummheit und genereller Arschlochhaftigkeit, die mich auf die Palme treibt. Das werden bestimmt, naja, das sehen die Leute, mit denen wir diskutieren, ist exakt genau so, exakt auch mit diesen Worten, machen wir uns nichts vor, aber es ist... Ja, und da war dann irgendwann der Damm bei mir gebrochen. Da habe ich mir gedacht, das darf doch jetzt echt nicht wahr sein. Bitte geh sterben, wie der Österreicher so schön sagt. Und was meinst du vor dem Hintergrund zur Europawahl? Geh sterben. Genau. Erst wählen, dann sterben oder erst sterben? Kommt, was Sie wählen, okay. Ja.
Tommy, was würdest du empfehlen, wenn jemand jetzt nicht Herrn Hanitsch und irgendwelchen anderen Leuten, die wunderliche Dinge verbreiten, die uns nicht sonderlich weiterhelfen, sondern gibt es eine skeptische TV-Sendung? Ist TV ein Medium, was das überhaupt weiter verbreiten könnte? Muss man das produzieren? Also, klar ja, aber da kommen wir zu einem Thema, das natürlich, ich habe seit ich 16 bin, mache ich irgendwas mit Fernsehen, seit ich 23 bin, mit einer Firma, die Bummfilm heißt. Ich erkläre nachher, warum die so heißt. Und wir haben immer das Problem schon gehabt, dass wir sagen, schau mal, das könnte man doch machen. Oder noch besser, das sollte man doch dringend mal machen. Und du dringst mit Dingen, die man mal machen sollte, nicht durch, weil man sie mal machen sollte. Sondern du dringst damit durch, weil, keine Ahnung, irgendwas plötzlich als relevant erkannt wird von irgendwem anders und dann an Redakteure weitergeleitet wird, wir müssen jetzt aber mal dringend was über, und dann passiert es. Es ist so gut wie nie so, dass du mit einer Sendung einen Trend setzt, indem du jetzt sagst, wir müssen jetzt mal, sondern es ist immer so, dass da ein Trend passiert, dann dauert es 4 Jahre, er ist verschlafen und dann kommt eine Sendung. Ja? Und das ist, es ist leider so, wie es ist. Du kannst jetzt nur durch die sozialen Medien, YouTube und Co., hast du die Chance, du kannst selber was setzen. Nur hast du natürlich idealerweise eine Verbreitung wie der Rezo, aber wahrscheinlich dann eher so eine mickrige Verbreitung wie ich, dass du halt mit deinen 18.000 Hanseln jetzt nicht gerade eine Fernsehsendung rocken kannst. Also, ja, müsste es geben, aber... ja, ich weiß auch nicht, sind halt einfach blöd alle. Nein, es gibt keinen, ein Redakteur wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Herr Krapp, jetzt wissen Sie, da braucht es erstmal diesen Need. Dann sagst du, ja, aber den Need, den gibt es ja in der Gesellschaft. Ja, aber nicht bei uns im Sender. Und wie machen wir weiter bis dahin? Ja, so wie ihr das hier halt macht und wir einfach weitermachen. Okay, cool. Aufhören ist keine Lösung, würde ich sagen. Nö, sonst hätte ich auch keinen Spaß mehr den ganzen Tag. Ja, ja und ich hätte den Song nicht geschrieben. Ja, apropos Spaß, Sie werden eben mitbekommen haben, dass ich so ein bisschen Hektik da hinter der Bühne verschwunden bin. Es war tatsächlich die Polizei draußen, die meine Personalien aufnehmen wollten, weil irgendein Honk von Facebook mich angezeigt hat im Verlaufe einer Diskussion, über die Tommy eben gesprochen hat. Und genau diesem Herrn möchte ich, wenn ich das darf, diesen Song widmen. So, also wie gesagt, dieser Song ist für diese Besetzung nicht geschrieben, aber wir versuchen das trotzdem. Okay?
nicht als Diskussionsbeitrag zu missverstehen. Ja? Das Ende der Diskussion.